Hey Bob, mein Solarsystem ist irgendwie immer alle. Was ist da los? Was mache ich falsch? Und ich frage nach, was hast du denn für ein Solarsystem? Was willst du denn erreichen? Ja, 400 Watt brauche ich. Und ich habe ein 400 Watt Panel und es geht sich nie aus. Und ich so, das ist natürlich knapp bemessen. Um nicht zu sagen, das wird eher nicht gehen. Und warum das nicht geht, das wollen wir heute mal besprechen. Hallo und herzlich willkommen im neuen Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zu diesem Auffrischungsvideo zu PV-Panels bzw. der Leistungsfähigkeit von PV-Panels. Das ist immer wieder so ein Ding, wo die Leute mich immer wieder fragen, wie diese User-Frage eben. Und dann denke ich mir so, ja, aber dann, da reden wir doch lieber nochmal über die Basics, okay? Dann sind wir da, denke ich mal, wieder, sind wir da wieder auf Kurs. Also es gibt verschiedene Arten von Panels, es gibt natürlich auch verschiedene Hersteller von Panels, verschiedene Qualitäten. Es gibt wirklich die Premium-Hersteller, die Asiaten sind mittlerweile auch super gut, also lasst euch bitte nichts einreden. Wobei, wenn wir kleinere Systeme bauen wollen und 120 Watt Panels und so, da kriegt ihr dann von Trina oder so oder von Jindu war eine Homepage-Firma. Wie heißen die anderen? Keine Ahnung. Die kriegt ihr dann schon relativ schwierig. Und die Meyer-Burger-Panels, die da in Sachsen produziert werden, die sind wohl richtig, richtig teuer. Aber auch richtig, richtig gut. Das heißt, es gibt Unterschiede in der Qualität. Bleiben wir erstmal bei den Qualitäten. Es gibt immer noch monokristallin, polykristallin und Dünnschicht ist es, glaube ich mal, auch wenn ich jetzt einigen Leuten wahrscheinlich wieder gegen das Bein treten werde, aber Dünnschicht ist tot. Wird seit Ewigkeiten nicht mehr produziert und die neuen Panel-Generationen, die haben so eine gute Diffuslichtfähigkeit, sprich, wenn milchig ist, Nebel, Schleierwolken davor, bricht die Leistung zwar ein, aber sie bringen locker noch 50% ihrer Leistung und bringen halt eben bei Supersonne eben viel höheren Ertrag wie Dünnschichtmodule, weil einfach die Effizienz höher ist. Polykristalline gibt es auch noch am Markt. Ja, gibt es zum Beispiel bei Solartronics nach wie vor. Haben einfach nur einen geringeren Wirkungsgrad. Also wenn ihr Dachfläche habt und ihr polykristalline Panels, weil die gerade verfügbar sind oder vielleicht ein Sonderangebot gibt, dann macht. Ja. Auch Restposten sind übrigens kein Problem. Ich hatte jetzt letztens mit einer Firma Kontakt, die haben tatsächlich Rückläufer, weil der Rahmen hat eine Delle. Da hat einfach DHL das Ding irgendwo andischen lassen und so. Solange das Panel in Ordnung ist und dieser Rahmen nur eine kleine Delle hat, das ist völlig egal. Das ist wurscht, ja. Die polykristallinen Panels machen mein letzter Wissensstand waren so 16%. Könnt ihr mal reinschreiben, falls die besser geworden sind. Selbst wenn sie bei 18% wären, wären sie jetzt auf den Stand von Monokristallinen von vor ein paar Jahren. Die Monokristallinen sind jetzt irgendwo bei 23%. Was heißt das? Ihr habt einen Quadratmeter Panel und wenn ihr ein polykristallines kriegt, kriegt ihr da eben 160 Watt raus und mit dem Monokristallin kriegt ihr da eben 230 Watt raus. Wo ist jetzt der Unterschied? Das Polykristalline wird bei Hitze, also richtig im bösartigen Sommer, wenn es so richtig knallt, bisschen mehr Leistung bringen, weil dem macht das einfach nicht so viel aus. Also polykristalline Panels eher so was für den Süden, so für Ägypten oder für Spanien, Italien, so das wäre eigentlich so besser die Einrichtung, so die Einsatzgebiete. Aber wenn ihr Platz habt, könntet ihr auch nehmen. So, es gibt verschiedene Qualitätsunterschiede. Ja, alte Panels bringen zum Beispiel bei miesem Licht, bei bewölktem nicht wirklich viel und die neueren bringen dann eben trotzdem noch eine gewisse Leistung. Also natürlich, das Wetter ist ein Problem. Aber das meiste Problem seid ihr, nämlich mit der Ausrichtung. Also ich nehme mich da jetzt selber nicht aus. Gell? Also es gibt einen gewissen, wir nehmen jetzt einfach mal das hier als Anschauungspanel. Ja? Es gibt da so einen gewissen Ausrichtungsding. Jetzt leben wir in nördlichen Breitengraden und dann ist das so, im Sommer, das ist jetzt die Sonne, okay, steht die Sonne höher. Und im Winter steht die tiefer. Nach was richte ich es denn jetzt aus oder führe ich das nach? Ich habe es mal bei mir eine Zeit lang tatsächlich nachgeführt. Weil es einfach eine Frage der Effizienz ist.
Jetzt habt ihr hinten auf den Panels, also bei dem hier zum Beispiel nicht, wie mies ist denn das? Aber eigentlich haben wir hier einen USB-Anschluss und so, das wird irgendwas ein 5-Volt-Panel sein. Ihr habt da immer einen technischen Aufkleber drauf. Das sollte drauf sein, wenn da kein technischer Aufkleber drauf ist, ist eigentlich schon mal kein gutes Zeichen. Nehmen wir mal hier so ein kleines Solartronics-Panel, dann habt ihr hinten so einen Aufkleber drauf. Und dieser Aufkleber hat gewisse Werte, unter anderem eben die Watt-Peak. Und die Watt-Peak, das ist jetzt ein interessantes Thema. Die Watt-Peak werden nämlich ermittelt in einem standardisierten Verfahren im idealen Winkel zur Lichtquelle bei 25 Grad. Jetzt kann es sein, dass es kälter ist. Also sagen wir mal, ihr habt einen Wintertag, die Sonne scheint aus irgendwelchen Gründen gerade richtig gut, was sie im Winter echt selten tut. Aber wir sagen mal, es ist jetzt gerade eben minus 20 Grad, ihr habt ein 100 Watt Panel und die Sonne ballert da gerade voll im perfekten Winkel drauf. Dann kann das sein, das Ding macht 110 Watt. Weil es ja bei 25 Grad genormt ist, nicht bei minus 10. Andererseits kann das sein, dass das Ding bei 30 Grad, also 30 Grad Außentemperatur, Sonne ballert da die ganze Zeit drauf, dann ist das Panel ja nicht 30 Grad, dann ist das Panel irgendwo so 60, 70 Grad heiß. Dann bringt das 100 Watt Panel vielleicht noch 80 Watt maximal. Ist einfach zu heiß. Geht nicht anders. Ja? Oder vielleicht sogar nur noch 70 Watt. So. Das heißt, wir haben ein Temperaturproblem. Im Sommer, im Winter nicht, im Sommer schon. Also ich kann jetzt im Prinzip ich kann nicht 400 Watt kalkulieren und dann 400 Watt bauen. Das geht nicht. Ihr merkt das schon. Ja? Das sind viel zu viele ihr müsst da mehr bauen. Es geht nicht anders. Ja? Was ist denn, wenn mal ein Tag richtig Nebel ist? Das funktioniert nicht. Das nächste ist, wenn wir den Winkel Licht, ich halte es jetzt mal so, weil anders ist es echt so ein bisschen doof, wenn der Winkel schon ein ganz kleines bisschen nicht passt, ja, also nicht so, sondern so, dann haben wir schon nicht mehr 100% von dem Panel. Dann haben wir, allein weil wir es schon falsch angewinkelt haben, kriegen wir aus dem 100 Watt Panel vielleicht schon nur noch 90 Watt raus oder 80 Watt. Und jetzt kommt noch mieses Licht dazu. Es ist 80 Watt das Maximum. Jetzt ist richtig Diffuslicht. Das Ding bringt 10%. Dann hast du aus einem 100 Watt Panel noch 8 Watt. Ja. Das ist das Problem. Grundsätzlich empfehle ich den Leuten immer nach einer Herbst- und Frühlingsausrichtung zu gehen. Ganz einfach. Der Sommer ist das Noob-Level. Denn Sommer kann jeder. Wer den Sommer nicht kann, hat irgendwas falsch gemacht. Also wer im Sommer es schafft, seine Solaranlage regelmäßig gegen die Wand zu fahren, weiß ich nicht. Ja, es regnet eh viel zu wenig, wir haben viel zu viel Sonnentage, also Sommer ist wirklich der Endgegner mit lockeren Zähnen und Krückstock, den besiegt wirklich jeder, das ist wirklich so das Einsteigerlevel. Spannend wird's aber dann, wenn die Sonne sinkt, die Sonnenstunden weniger werden, ab und zu auch mal Nebel auftritt und wir kommen nicht mehr klar. Das heißt, die Sonne steht nicht mehr so, die Sonne steht ein bisschen so, das heißt, wir bauen die Panels schon mal für den Herbst und für den Frühling, dass der Winkel wieder passt und leben damit, dass die Sonne bei Zeiten mal weg ist. Das heißt, ich baue nicht 400 Watt, das heißt, ich baue 800 Watt oder 1200 Watt, je nachdem, wie wichtig mir das ist. Das ist nämlich dann immer die nächste Frage, die ich stelle. Hier, also du willst 400 Watt verbrauchen, okay. Nur tagsüber oder auch nachts? Weil wenn nachts auch, dann brauche ich ja 400 Watt für den Tag und 400 Watt für den Tag brauche ich ja eh schon 800 Watt. Weil 400 Watt für den direkten Verbrauch und 400 Watt, um die Batterien wieder aufzuladen. Wie ist denn das, wenn da ein Tag keine Sonne scheint? Muss das System dann auch laufen? Ah, okay, dann machen wir 1200 Watt. Wie ist denn das, wenn das 2 oder 3... Muss es 2 oder 3... Ach, muss es auch? Aha, okay, ja, dann machen wir 2000 Watt. Ja, wie, das wird teuer. Ja, klar wird das jetzt teuer. Das geht ja nicht. Also so ungefähr geht das dann hin und her. Ja, wenn ich ein System bauen will, was mir verlässlich Solarstrom liefern muss, in einem ungünstigen Szenario, brauche ich großen Speicher und große Panels. Aber es geht auf gar keinen Fall, dass es sagt, ich brauche 400 Watt, dann baue ich mir ein 400 Watt Panel hin. Winkel, Wetter, Jahreszeit. Wir haben noch nicht mal über Schmutz geredet auf den Panels. Ja, ihr müsst dann auch regelmäßig drüber gehen und die sauber putzen, weil ansonsten natürlich die Effizienz auch nach unten geht. Wenn das jetzt ein Objekt ist, wo ihr selten vor Ort seid, schwierig. Das funktioniert nicht. Das muss man also planen.
Das heißt, das allererste, was ihr bitte macht, ist, setzt euch bitte hin und schreibt euch realistisch auf, was ihr wollt und wie lange ihr das wollt. Und wenn so ein System eine Woche überlaufen muss, dann ist immer meine Empfehlung auch, auf möglichst hochwertige Panels zu setzen, weil, sagen wir mal, so ein 2000 Watt System bringt bei diffusem Licht, also nicht komplett Katastrophenlicht, Gewitterwolke sowieso, sondern ein bisschen Sonne ist schon noch zu sehen, aber die Wolken sind davor und so, bringt das locker 10%, das wären 200 Watt. Dann haben wir die Hälfte von dem, was wir brauchen, ja schon abgedeckt. Weil ansonsten wird es mit dem Speicher richtig teuer. Die Quintessenz dieses Videos sollte eigentlich sein, das Watt Peak, das englische Wort Peak steht für Spitze. Das ist also das Ding, was das Teil im Idealfall kann. In jedem anderen Fall kann es das nämlich nicht. Und das ist das Problem. Das heißt, ein 400 Watt Panel nutze ich für irgendwas, was 200 Watt braucht. Der Rest ist Reserve. Ihr macht irgendwas mit 800 Watt? Jo, genau. Dann macht ihr 1600 Watt, der Rest ist Reserve. Es ist einfach so. Wie willst du das denn anders realisieren? In jedem anderen Fall. Kleine Wolke zieht drüber. Panel steht da, nach Süden. Sonne geht da drüben auf. Wir haben nicht 100%. Ihr könnt also auch nicht mit 12 Stunden rechnen. Das geht ja gar nicht. Denn die Sonne kommt, steigt auf. Das System hat 10%, 20%, 30% seiner Leistung. Wenn die Sonne jetzt dann endlich im perfekten Winkel drauf scheint, dann hat das Panel wunderbar schon die Hitze aufgenommen. Es ist schon warm, es kann also auch schon wieder nicht mehr 100% leisten. 100% liefern die Dinger seltenst und deswegen brauchen wir Reserven. Und das ist auch der Grund, warum der User aus der Eingangsfrage, warum das nicht funktioniert hat. Wem solcher Content gefällt, ich mache regelmäßig mehr davon, bleibt einfach dabei, könnt ihr den Kanal abonnieren. Macht euch doch auch mal das Glöckchen an, damit der YouTube-Algorithmus euch dann auch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade und nicht, wenn er der Meinung ist, dass er euch benachrichtigen möchte. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.